eine lässige, coole Location, lässige Countryside, sehr technische Läufe. Und das wollen sie haben, die Sky Runners. Ja, schöne Kletterei und einfach eine super Veranstaltung von Thomas, federführend. Also prinzipiell ist es eine einmalige Region, die was in Österreich nirgends zu finden ist, weil wirklich noch coole technische Trails sind, die was unbelastet sind von vielen Touristen, obwohl man sich überall Touristen wünschen würde, aber das ist im Endeffekt die Idee, dass man einfach so ein richtiges Outbreak fliegen auf der Grenze von Österreich zu Italien. Also die Strecke an und für sich ist eigentlich sehr technisch, also zum Unterschätzen ist die Sky Race immer auf keinen Fall. Heute hat es natürlich das ein bisschen nur schwieriger gemacht, weil die Temperatur einfach brutal kalt war eigentlich. Und auf der Höhe dann oben bei über 2000, also extrem windig. Also Gott sei Dank hat es nicht gekränkt, weil ganz oben hat es mit Sicherheit geschnieben. Und es war auch sehr rutschig im Downhill. Aber schöne Strecke. Ja, es war schön, aber es war schwer. Die Steine waren rutschig, so wir müssen sehr aufpassen, vor allem auf dem ersten Berg. Da, es war schön, ja, aber anstrengend, wie immer. Von der Landschaft her, die ersten so 10 Kilometer in Italien, da bei der Conca Pricord, glaube ich, da sind diese Tunnels und so. Aber vom Laufen her, dann ist es die so Kilometer 30 bis 35, diese ein super laufbarer Berg. Ach, eigentlich gut. Ich meine, bei so 9 Stunden oder 10 Stunden hat man immer Höhen und Tiefen, das ist wie bei einem Arbeitstag. Ja. Und die muss man dann irgendwie mit sich ausmachen und wegdiskutieren. Für mich mental herausfordernd waren diese Geröllpassagen, weil ich eigentlich bin kein Ultraläufer und trainiere das auch nicht. Und das war ja, für den Kopf extrem anstrengend. Und körperlich ging es mir eigentlich die ganze Zeit gut. Jetzt nur die letzten 2 Kilometer bergab habe ich echt gedacht, ich schaff's nicht mehr. Aber ansonsten alles gut.